Hallo, willkommen zurück bei 7 Days to Die, unser Geburtstagsspecial. Hallo Lukas. Hallo. Heute kommt die große Horde. Nach dem Intro seht ihr, wie wir sie bekämpfen. Bis gleich. So, ich zeige euch jetzt mal schon mal, was wir noch gemacht haben. Ihr Ja, seht, komm das raus. Haus hat sich ver... Oh, Geburtstag. Oh, ich Gut gemacht, Lukas. hab. Ich habe ein bisschen eingerichtet. Schaut euch das mal an. Sieht doch cool aus, oder? Ist alles angestrichen, schön mit Tapete und so. Es ist ein ordentlicher Boden verlegt. So, hier sieht es alles schön aus. Wir haben hier schöne Couchtische, einen Fernseher. Traumhaft, gell? So, das Wichtigste, ein Pool. Schaut euch den an. Ist der nicht schön, hä? Ein Pool. Sehr schön, ja. So, dann schauen wir hier mal hoch. Wir haben jetzt hier, das habt ihr ja auch noch nicht gesehen, glaube ich. Wir haben hier jetzt Stacheldraht und so eine Todeszone, haben wir alles betoniert. Es war eine Riesenarbeit. Ja. Mit Minen hier, Stacheldrahtzaun, Stromzaun, Vor allem das Sand, Ausgraben ist auch so ja, schwierig gewesen. übel. Sandsäcke, hier alles betoniert. Wir sind gespannt. Jeder hat auf jedem Turm steht hier eine Kiste mit ordentlichen Munition. Deswegen dürfte uns es diesmal nicht passieren, dass uns die Munition ausgeht. Hoffen wir es mal. So, jetzt verlege ich hier Ich noch ein hoffe, euch hat bisschen. allen die TTT-Folge von gerade eben gefallen. Ja, Wenn ihr sie noch nicht geguckt habt, dann schaut sie schnell an. Ich verlinke sie in den Kommentar. Nee, oben rechts. In der okay. Infobox, wollte ich sagen. Genau. Jetzt ist nur noch die Frage, Lukas, mache ich nachher Nachtsicht an oder behalte ich die? Ich würde die Lampe ausmachen. Ich würde Nachtsicht machen. Meinst du, aber dann ist halt alles so grün. Das sieht dann alles nicht so schön aus. Ja, Ach, wenn du willst. schauen wir mal, wie viel ich nachher sehe. Das werden wir dann mal gucken. Was gibt's sonst noch Ja. Neues, Lukas? Was haben wir noch vergessen zu zeigen? Dass wir Geburtstag haben. Ja, wir haben Geburtstag. Immer noch. Und es ist noch nicht das letzte Video. Komm mal zu mir, da steht noch ein Schild. Was? Wo? Kein Zutritt hast du noch Ah hingehängt. ja, und Home of GP Gaming 2020. Und die hängen auch überall Schilder, die sieht man jetzt nicht. Die hängen hier an diesen, wo wir jetzt gerade draufstehen. Da Stimmt, steht stimmt, Minenfeld. Achtung. stimmt. Achtung, Okay. Minenfeld, Ich ja. müsste so draußen so ein Schild hängen mit militärisches Gelände betreten auf eigene Gefahr. Ja, wir sind ja kein Militär, wir sind Paramilitär. Achso. Dann Eine schreibt man paramilitärisches Gelände. paramilitärische Gruppierung. Ihr seht schon, oben die Tageszahl ist rot. Es ist 21:20 Uhr, das heißt in 40 Minuten, in-game 40 Minuten geht's los. Eine riesengroße Horde, Ja, und wirklich. ich könnt ja mal gucken hier, wir haben jetzt hier Spielstadium 150 überschritten. Das heißt, es wird interessant und es wird ein Feuerwerk. Und zur Not Oh haben ja. wir ja noch unseren Bunker. Ne, Lukas? Ja. Ja. Das würde ich aber auch gerne mal nutzen. Stell dir vor, wenn es so eine riesen Horde wie bei World War Z kommt, wir uns wirklich im Bunker verstecken müssen und oben alles kaputt ist. Wir kommen aus dem Bunker hoch und alles ist weg. Ja, Das vor wäre allem allein schon nice. im Bunker zu kämpfen, wäre schon geil. Mit Ja. diesen Schießscharten unten und mit den Geschütztürmen und so. Ja, wäre schon nice. Hoffen wir mal, dass wir hier alles richtig verkabelt haben, dass es das alles gut funktioniert. Ja. Ja, Verkabelung habe ich gemacht, da bin ich mir nicht gar nicht so sicher. Naja, Aber ich hab doch dann irgendwann mal repariert, weil da der Stromzaun nicht funktioniert hat. ist der an eigentlich jetzt? Ich hoffe es doch mal. Hast du die Generatoren Habe ich eigentlich überprüft? auf. Eigentlich aufgefüllt. Hier ist grün. Ich Lauf schau halt mal mal rein, schnell. dann merkst du es ja. Der hier läuft. Der Ja, hier läuft. läuft. Einwandfrei. Gut. Schauen wir mal, wie es Und mit Nachtsicht nach ist. der Folge hier kommt noch Phasmophobia mit dem Tom. Könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen auf das neue Phasmo-Update. Soll ich jetzt Nachtsicht oder nicht? Ich bin mir da noch. Das ist unschlüssig. Ja, es geht gleich los. Das Problem ist, Leute, es könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen undeutlicher werde, aber ich mache jetzt hier das Licht ein bisschen dunkler, mein Aufnahmelicht, weil sonst wird es. Du wirst undeutlicher, ja? Kannst du nicht mehr sprechen ohne Licht. Oh, es geht los. Oh ja, es ist 22 Uhr, scheiße. Irgendwo hinten geht's schon Bei los. mir ja. Aber ich glaube trotzdem mal jetzt hier, weil eigentlich kommen sie dann eh von jeder Richtung. Ah, hier. Okay, es leckt schon. Ja.
Was? Die ersten sind schon innerhalb der Mauer. Ach, stimmt, da unten kommen die da runter. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht wird es da hinten nicht gerendert, wenn da keiner steht oder so. Dann werden die vielleicht jetzt gespawnt. Und die Bahn ist so groß. Ich geh jetzt mal hinter. Ich geh jetzt mal hinter. Da sind echt schon einige an der Mauer. Ich geh in den Osten. Das ist hier alles schon. Ja, okay, ich lauf da jetzt auch mal runter. Ja, einer muss oben sein, einer unten. Ja, aber hier ist noch nicht so viel los. Alter! Der eine Hund ist durch die Mine bis zu uns reingeflogen. Bleib du im Westen, ich bin im Osten. Ja, aber hier ist noch nix. Hier ist kein einziger. Da, wo ich gerade stand, da musst du hin. Nee, da ist auch nix, da wo du gerade standest. Also ich habe bis jetzt noch nicht wirklich was zu tun. Aber nicht, dass die da drin wieder spawnen. Es war einer schon die stehen schon bei uns am Eingang, Osten. Ja, ich sag doch, das ist alles da unten gerade. Die sind hier nämlich auch, wie gesagt, die sind hier innerhalb der Mauer. Das ist ganz innerhalb? Nein, aber halt mit dem... Hier, da wo sie das erste Mal auch durchgekommen sind. Ich glaube, die hüpfen hier wieder drüber irgendwie. Wenn man dabei sieht, passiert es nicht. Das ist nur, glaube ich, wenn es woanders gerendert wird. Wenn es zu weit weg steht. Wo schießt du? Ich bin auch im Osten. Hochgehen. Warum? Ja, sonst werden die drin gespawnt, aber jetzt wäre das. Alter, der Hund löst einfach 3-4 Minen aus, ey, was für Scheiße. Also schnell, oder? Ja. Jetzt hab ich mich vorher nicht gemacht. Nee, mich auch nicht, tatsächlich. Aber warten wir mal noch ab. Ich schaue jetzt mal nach oben, also in Westen, aber ich glaube, da ist noch gar nichts. Da bin ich. Achso. Also hier in meinem Eck, wo ich angefangen habe, ist wirklich gar nichts los. Ich bin wieder in Eck, wo ich angefangen habe. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen schräg gegenüber spielen, weil... Ja, ich bleibe jetzt hier da, wo ich gerade eben war, wo du im Osten mit... Hier gibt es eine Stelle, da versuchen sie immer reinzukommen, keine Ahnung warum. Da ist wohl eben schwach. Ja. Alter, der Springer ist bis reingesprungen. Wo rein? Bis zu mir. Oh. Auch dieses Ding drauf. Hab mich schon erledigt. Alter, schon wieder. Die Kackspringer springen genau, die sind so stark, dass die bis zu mir hochspringen.
ziemlich geil mit dem Stromzahn. Ja. Bei mir. Jetzt kommt er wieder, Alter! Alter! Hier sind gerade alle Minen explodiert! Und dieser Quackspringer, das ist jetzt der fünfte, der hier hochgesprungen kommt. Wo ist der halt hinten gekommen? Alter, hier ist sogar schon was kaputt. Bei mir am Turm. Kommen Sie auch von der Hauptseite. Die Hunde passen dann. That's the problem. Weißt du, Max ist schon weit entfernt, dass wir nicht mal unsere gegenseitige XP bekommen. Echt? Doch, ich erhalte eine geteilte Spieler-XP, kriege ich die ganze Zeit. Ach, schon wieder. Und die tot. Oh, hä? Was? Hier sind Fetters bei mir. Hier oben. Drinnen oder was? Aber irgendwie ist es trotzdem noch recht lahm im Gegensatz zu den letzten. Ja. Da war die letzte krasser, muss ich sagen. Wir dachten ja wieder, was kommt. Ja. Aber er kommt ja nicht. Brauchst du Hilfe oben? Nö. Alles human. Was ich nicht schaffe, mach ich nicht. Ja, Minen. Oh, Spucker. Komm her, Fettsack. Ich höre jetzt aber mal ein paar Granaten in die Menge einfach so. Weil sonst verbrauchen wir die ja gar nicht. Was für eine Menge? Ja, halt in die paar, die da sind. Mittlerweile entzünden sich hier die Minen gegenseitig irgendwie. Echt? Ja. Ja, wir auch gerade so eine Kettenreaktion. So kettenreaktionsmäßig. Ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber mir kommen die Springer nicht so weit. Ja, es war auch nur da vorne an dem einen Turm. Ah, okay. Ich glaube, mein Turm hier hat keine Munition mehr. Aua! Ich muss den mal schnell. Ich muss da runter, das hilft nicht. Ich werde schon überleben.
der Turm. Automatische Maschinenpistolen geschützt Turm. Ich komme vorne wieder rein. Wo ist denn die Tür? Oh, es geht schon. Ich bin ja innen. Muss ja bloß durch die automatische Tür laufen. Ich bin wieder drin. Ja, irgendwie ist es auch bei weitem nicht so krass. Die letzte war schlimmer. Ja, Freunde, wir haben eigentlich gedacht, wir präsentieren euch hier die Monster Welle, Horde, ja. Aber irgendwie. Wie viel geht's? 4. Aber es ist ja, es kommt ja jetzt schon nichts mehr. Also hier ist gerade gar nichts. Ja, weil jetzt hier vorne nicht hier, wo du früher warst. Ich hab gehofft, hier war Gang und so. Bei mir schon. Das hört sich auch so an, dass wir die Türen aufmachen, in den Keller gehen. In den Keller gehen. Können wir auch. Müssen wir uns aber jetzt gleich überlegen. Ja komm, mach mal, hör auf zu schießen. Die Frage ist zwar, ob welche reinkommen, aber wegen den Türmen und so. Ach so. Also du machst den Strom aus. Wie geht denn die Tür hier auf? Ah. Machst du einen Strom aus? Ah, die ersten kommen schon rein. Komm schnell runter. Ah, warte mal. Ich habe halt. Nee, es ist gerade keiner da. Ah, ich hätte den Strom ausgemacht, dann geht natürlich das Tor auch an. Ja. Also ich wäre im Keller. Oh, oh. Oh, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Hä? Nein! Wow, ich bin... Was? Mein Bein ist verstaucht. Bin runtergefallen. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin oben, weil ich weiß nicht, wie die Schützchen ausgehen. Oh. Ja, die musst du einfach einen Strom ausmachen. Ja, aber wenn ich den falschen Strom ausmache, dann geht Dings nicht mehr. Ich komm schon runter, jetzt komm wieder runter. Nicht oben entschießen, Max, gibt extra oben. Toll. Ja, die Tür bleibt nicht offen, oder? Nein, wenn ich den Strom ausmache, dann geht das große Tor wieder zu.
Ja, jetzt ist eh halb vier. Ich glaube, die kommen gar nicht so weit. Oh, leck. Noch früher machen. Kommen die durchs Tor überhaupt durch das normale? Du willst es ja kaputt machen. Du weißt halt nicht, dass es zugegangen ist. Warte mal, lass mal. Ja, die kommen da schon drüber. Komm, jetzt runter. Kommst du? Ja, hinter dir. Ich mach mal die beiden Geschütztürme hier im Gang. Sollen wir auch was machen, oder? Ja, mach die mal aus. Manchmal hier ist Licht an dem Keller. Jawohl. Oh, ich bin hungrig. Sag, wenn du drin bist, dann mach ich den Stromzahn an. Ja, bin drin. Bin ich gespannt. Du hast oben auch noch Geschütztürme. Ach ja, stimmt. Ich habe im Haus auch noch welche. Ja. Schauen wir mal, ob er durchkommt. Oder ich gehe nochmal hoch. Den Stromzahn ausgemacht. Der schließt nämlich oben. Jetzt ist Tag. Ja. Oh, da kommt jemand. Lauf! Ah, geil. Ja, durch die Maschine. Hier sind ja die anderen Geschütztürme auch noch. Also. Geil. Oh. Bin gespannt, ob welche kommen, die Nachhut. Aber ich glaube nicht, dann würden wir oben die Geschütztürme hören. Stimmt. Wir können ja mal clearen, das Gebäude. Ja, Freunde, war nicht so spannend, ne? Nee. Oh, da ist noch irgendwas Dickes. Ja. Wow! Spucker. Was denn? Ja, der ist nach unten gefallen, siehst du das nicht? Den habe ich hier im Flug erschossen. Hey, ist ja auf die Tür offen, wir hatten die Gartentür. Ja, aufgemacht. Ich habe die aufgemacht, damit die hier reinkommen. Aber ich habe schon irgendwas gehört. Irgendwo klopfen sie hier noch. Irgendwo geht hier was kaputt gerade. Ja, außen wahrscheinlich. Oh, hier ist diese Löcher. In der Wand. Alter. Hätte ich nicht gedacht. Das Tor ist auch fast kaputt. Achso, es geht ja nicht. Das geht nicht. Hier liegt eine Tote. Ich sehe jetzt tatsächlich keinen Lebenden mehr. Ah, hier ist ein Loch. Hier sind sie in den Keller reingekommen. Cool. Bist du denn? Hinten, im Osten. Ja, im Osten, ja, aber sonst. Nee, ich glaube, es lebt keiner mehr. Aber es liegt sehr viel Loot rum. Ja. Ja, gut. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ja, vermutlich so eine halbe Stunde ungefähr. Ist nicht so lang. Nö. Frage, was können wir jetzt noch machen? Ja, kurz gucken, wo Löcher sind. Ah, hier ist ja cool. Ja, ja. Können wir uns was behalten. Aber ich meine, wenn du jetzt überlegst, wenn wir nicht die Tore nicht aufgemacht hätten und die Geschütztürme... Alter, wie viel Loot hier liegt. Oh, bin geschockt. Bin schockiert. Sehr viele Zuschauer langweilig, aber für uns wäre es spannend, einfach in den Keller zu gehen und da die ganze Horde Nacht zu warten. Ja, da wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Nee. Hey, Scharfschützengewehr, wow. Robotikhammer Stufe 6. Lukas? Och. Hab ich dich getroffen? Nee, noch nicht. Ich geb einfach über den Zaun drüber. Aha. Jetzt hast du mich getroffen. Au.
Oh, der Feind. Passt jetzt nicht runter, oder was? Nö, ich komm schon. Fang mich doch, du Eierloch. Wo bist du denn? Keller. Ach, ganz im Keller? Ja. Oh Mann. Oh oh. Tut's weh? Oh, scheiße. Oha. Hast du dich jetzt selber angezündet? Hä? Hast du dich jetzt selber angezündet? Keine Ahnung. Was ist das für ein Geräusch? Kann man da rauswerfen eigentlich? Das weiß ich nicht. Nein. Wie viel Leben hast du noch? 41. Da bin ich noch besser dran. Müsste doch langsam mal vorbei sein. Oh, scheiße, ich hab mich selber angezündet. Gott sei Dank habe ich noch Molotow-Cocktails. Upsi. Hä? Was ist jetzt? Ich weiß nicht. Da, ich bin am Stromzaun gestorben. Ah. Naja, mit diesen Bildern noch mal. Unseres gegenseitigen Selbstmords oder wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht nur heute, sondern die ganze Zeit. Lukas, lass mich halt meine Abmod machen, Mann. Ohne Scheiß. Ja. Ich kann nichts dafür, wenn du das auslöst im Strom. Ja, wie gesagt. Strom ausgeschalten. Strom ist ausgeschalten. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich jetzt dann gleich bei Phasmophobia wieder. Das Video kommt nämlich noch. Yay, als letztes heute. Genau. Macht es gut. Bleibt dran das nächste Jahr. Und bis bald. Ciao. Dann, ciao.